In diesem Käfig hinterm Gitter stehe ich als neuer Ordensritter. Mein Gruß soll freilich schwäbisch klingen, doch nicht wie Götz von Berlichingen. Ich spreche auch andere Sprachen, zum Beispiel die von hier, von Aachen. Ich grüße euch nun treu und brav, ganz herzlich mit Ocha Alaaf. Gleich hinter mir wäre eine Lehre, drum sitzen da die Funktionäre. Mein Kompliment, ich lupf den Hut, als Bühnenbild sind die recht gut. Die sitzen da ganz ohne Frag, fast wie im Deutschen Bundestag. Den Unterschied erkennt man blind, die wissen, dass sie Narren sind. Es sind ja nicht Humoreunuchen, die immer neue Ritter suchen. Und doch entsteht dann jedes Mal die tierisch ernste Qual der Wahl. Wird es ein roter, schwarzer, grüner? Darüber lachen selbst die Hühner, die so den Ernst von großen Tieren ganz einfach ad absurdum führen. Der AKV als Kritiker wählt öfters mal Politiker. Denn Politik, gerade wenn sie kläglich, wird durch Humor ja erst erträglich. Und unter diesen Kandidaten allen ist nun die Wahl auf mich gefallen. Das hat mich mit manchem versöhnt. Ich war zuletzt nicht wahlverwöhnt. Das ist es, was hier wirklich zählt. Die Narren haben mich gewählt. Die Wahl bringt mich aus meinem Haus, sogar weit über Bonn hinaus. So denke ich mit Schiller prompt und sag, spät kommt er, doch er kommt. Man merkt es wohl an dem Gehabe, ich bin ein alter, echter Schwabe. Ich komme, was wohl jeder merkt, direkt aus Baden-Württemberg. Das Musterländle zählt zum Besten, was wir dort haben im Südwesten. Dort wohnen reich an guten Gaben, die Baden und auch die Schwaben. Sie leben damit Konsequenz in friedlicher Koexistenz. Unsparsam sind wir, wie bekannt, in unserem Südwest-Musterland. Man sagt, die Wirtschaft wird gesunden, weil wir den Kupferdraht erfunden. Wir treten den Pfennig hin und her, bis er zum Draht gewunden wäre. Bei uns im Ländle finden Sie seit Jahren High-Technologie. Die Nase vorn, stets vorne dran, selbst vor der Wupper-Schwebebahn. So wird aus einem Geistesblitz durch Tüfteln und durch Mutterwitz mit schwäbischem Pfiff und Akribie ein Product made in Germany. Und weltweit fragt, who did this work? Ja klar doch, Baden-Württemberg. Doch pflegen wir zu Hause nicht nur die Technik, nein, auch die Kultur, die, das ist hinlänglich bekannt, seit jeher heimisch ist im Land. Ob Uhland, Schiller, Walzer, Hegel, das ist bei uns schon fast die Regel, ob Mörike und Wilhelm Hauff, das Sichten fällt da gar nicht auf. Wie kann solch Geist beschieden sein? Unser Geheimnis ist der Wein. Der sanft verwöhnt von Badens Sonne, am Rebstock reift, es ist eine Wonne. Und auch der Rode macht nie Ärger, er ist der Stolz der Württemberger. Beschnitten und am Stock gezogen bin ich den Roden sehr gewogen. Nichts Besseres gibt's als Elixier. Drum kein Export, der Wein bleibt hier. Vielleicht kann ich eine Ausnahme machen für liebe Freunde hier in Aachen. Wie ich am Rande gerade bemerke, kommt später.
Wie ich am Rande gerade bemerke, zählt Aachen nicht zu Württemberg. Nun gut, solch Glück trifft nicht gleich jeden, doch kann man darüber später reden. Ihr seid willkommen bei den Schwaben. Für Schatzkammern sind wir zu haben. Ihr gebt uns das Symbol der Stadt, den Karl den Großen mit Rabatt. Für Sonstiges und Königskronen bieten wir Spätzle 2 Portionen. Ihr seht, ich kann sogar beeiden, wir Schwaben sind im Grund bescheiden. Großzügig gegen jedermann, drum nehme ich auch den Orden an. Ich werde nun an meinem Kragen das ganze Jahr den Orden tragen. Ich trage ihn stets und voll bedacht. Ich trage ihn bei Tag und auch bei Nacht. Ich trage ihn, das Kind im Manne, sogar noch in der Badewanne. Bei Orden sieht man es empirisch, da wird der Ernst erst richtig tierisch. Ein Narrenorden an der Brust, das ist die wahre Manneslust. Mit Orden ist uns doch viel wöhler, von Norbert Blüm bis Gertrud Höhler. Die einzige Frau, wie man ja weiß, in diesem Ordensritterkreis. Da muss ja unser Glanz ermatten, sie stellt uns alle in den Schatten. Wir sind, das sei hier frei erklärt, fast nur noch Muster ohne Wert. Mit ihrem Namen auf dem Schild ist jede Quote schnell erfüllt. Doch Spaß beiseite und lasst uns hoffen, wir sind nach allen Seiten offen. Die Narrenorden sind begehrt, sie sind von unschätzbarem Wert. Selbst Leute, die nach höherem trachten, sieht man nach Narrenorden schmachten. Gleichwohl sind Orden wie auch Titel kein Maßstab für die Geistesmittel. Mein Dank den Worten eines Mannes, dem Ordensbruder St. Johannes. Er ist zwar in der SPD, doch das tut mir weiß Gott nicht weh. Von seinem Lob werde ich noch träumen. Es war wie Raureif in den Bäumen. Ein reifer Rau wird, wie ich mein, nicht gleich der Schnee von gestern sein. Hab Dank, du sanfter Gladiator, für deine Leistung als Laudator. Man weiß, dass er, wenn er auch versteckt, gern wieder manchen Stachel lückt. So sind wir beide, selten brav, ein rotes und ein schwarzes Schaf. Er ist das Abbild eines Mannes, an Klugheit, Schönheit, gell, Johannes? Und wärst du nicht in der Partei, wärst du zwar links, doch schwarz dabei? Bleib, wo du bist, sonst gibt's zu Zeiten der Wahlkämpfe nichts mehr zu streiten. Und unser Dasein wäre ärmer, du siehst, ich werde fast zum Schwärmer. Sonst schwärme ich höchstens in der Nacht, beim Anblick holder Sternenpracht. Man sieht ja jetzt als Stern aufgehen die Supernova La Fontaine. Sie strahlt so hell, sie strahlt so schön, passt auf, sonst wird sie untergehen. Denn nicht nur an dem Himmelszelt regiert die Schwerkraft alle Welt. Oskar kommt wieder auf die Füße, zum Kampf bereit ist schwarzer Riese. Bevor ich nun gar mit Kritik versäh die Bonner Politik, will ich nach Bremen lieber schweigen und täglich mich vor Bonn verneigen. Ich übe fleißig, kenn den Dreh, verneig mich auch in Richtung Spree, denn wer wird Bonns Baustellen nutzen, wenn die jetzt schon den Reichstag putzen? Jetzt sind wir alle ja beschäftigt mit deutscher Einheit, die bekräftigt von beiden Seiten kommen soll. Ich finde das ja wirklich toll, vom Niederrhein bis hin nach Sachsen soll alles neu zusammenwachsen. Das Volk im Osten, welche Wende, beschied der Narretei ihr Ende. Bevor ich ernst statt heiter reime und dabei noch das End versäume, verlass den Käfig lieber ich
als euer schwäbischer Friedrich. Ich danke euch Herren für die Ehre und hoffe, dass ich mich bewähre in meiner neuen Ritterrolle. Mag kommen, was da kommen wolle. Ich hoffe, dass ich es richtig traf. In diesem Sinn, hoche Allah. Vor Ihnen, liebe Närrinnen und Narren, steht er. Nun hat er seine Feuertaufe bestanden im Narrenkäfig, der nun wieder nach oben in die Lüfte schwebt. Bis nächstes Jahr, Herr Lothar Späth. Er hat es geschafft. Er hat Sie alle überzeugt. Er hat uns eine herrliche Rede gehalten. Unser neuer Ritter 1990, Lothar Späth.